Können Sie da einen Zeitplan nennen? Soll das innerhalb dieser Woche passieren? Hat das Gespräch schon stattgefunden? Amtszeit an gefordert und als zentrales Format in Anspruch genommen hat. Es versteht sich von selbst, dass die Bundesregierung jeden Fall von Gewalt gegen Flüchtlinge, Gewalt gegen Asylbewerber ablehnt. Wir haben über mögliche strafrechtliche Konsequenzen, mögliche politische Konsequenzen aus den unerträglichen Straftaten der Silvesternacht in Köln gesprochen. Und diese Gespräche werden jetzt intensiv weitergeführt. Nichts entschuldigt solche Taten wie die, von denen Sie gerade berichten. Es ist vollkommen richtig, die gesamte Wahrheit über das, was in dieser Nacht passierte, muss auf den Tisch. Es ist vollkommen richtig, dass da kein Detail unterschlagen werden darf. Es ist auch vollkommen richtig, dass man sich fragen muss, ob schon bestehende Gesetze ausreichend angewendet, vollzogen werden. Dass man sich auch fragen muss, wie die Bundesregierung es jetzt tut, ob Gesetze, die bei der Ahndung solcher Taten vielleicht nicht ausreichen, verändert werden müssen. Und all das tun wir, um unsere Bevölkerung in Deutschland zu schützen. Diesen Sicherheitsanspruch haben die Bürger und Bürgerinnen. Wir tun es aber auch im Hinblick auf die große Mehrzahl der unbescholtenen Flüchtlinge, die hier bei uns im Land Schutz vor Bomben und Krieg suchen und diesen Schutz auch finden sollen und die sich hier den Regeln und Werten unseres Landes anzupassen bereit sind. Ja, ich kann keine Reisepläne konkreter Art hier bekannt geben. Wir konzentrieren uns